Die ganze Straße sitzt im Loch. Über 40 bis 60 Zentimeter Unterschied zu der Straße. Und die ganze Einfahrt muss jetzt nochmal neu gepflastert werden. Also ich bin sehr, sehr sauer auf die Stadt. Diese Information hat allgemein gefehlt. Die Stadt gibt ja den Fehler nicht mehr zu. Man fühlt sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, wie hintergangen. Weil man, es wurde was versprochen, was eigentlich jetzt nicht eingehalten wurde. Wer talseitig baut, liegt immer im Loch. Das ist nun wirklich nicht Ursache der Stadt, sondern da muss sich jeder einzelne Bauleiter Gedanken machen, habe ich im Vorfeld alles richtig gemacht. Auf Deutsch gesagt fühle ich mich wie in einem kleinen Loch versteckt. Und bitte. Okay, und bitte. Ja, es ist eigentlich eine Unverschämtheit, oder? Dass ich komme hier jeden Morgen so drüber, wenn es morgens noch dunkel ist. Dann stolper ich da, jetzt wird es Winter, es ist unbequem. Also es war eigentlich, ich denke, es war so abgemacht, dass es alles hätte auf der Ebene sein müssen. Wir wurden dann nicht vorher informiert. Auf. Jetzt bitte. Und bitte los. Und hinlegen, bitte. Und los bitte. Das sind auch erhebliche Kosten, die wir auch jetzt tragen müssen. Gerade jetzt, dass jetzt hier
eine gewaltige Höhe jetzt angepasst ist. Wie man sieht, mussten wir auch erstmal hier Schotter jetzt nochmal auffüllen extra. Wir wissen auch nicht weiter. Das sind schon Tausende, über Zweitausende von Euro, die wir jetzt hier dazu bezahlen müssen, damit das hier wieder alles so ist, wie es vorher mal war. Fassungslos, wir waren fassungslos. Also über diese Höhe haben wir nicht jetzt gerechnet. Also wir hatten schon eine geringe Höhe schon erwartet eigentlich, aber so eine Höhe ist auch nicht. Also wie man es auch eben sah, das ist auch wirklich schwer, manchmal hier auch runterzugehen und ständig, was heißt jetzt sauer, man fühlt sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, wie hintergangen. Weil man, es wurde was versprochen, was eigentlich jetzt nicht eingehalten wurde. So in dieser Hinsicht. Ich denke mir schon, dass die eher das Geld sparen wollten. Und haben einfach jetzt hier den ganzen Teil jetzt hier nochmal draufgelegt, anstatt hier alles nochmal richtig abzufräsen und dann wirklich das hier an der Höhe anzupassen. Wie man sieht, auf der anderen Seite passt es, aber hier wiederum ist es wie ein Loch, sag ich mal so. Treten, aber wenn jetzt erstmal wirklich mal schütten würde, so richtig, dann sind wir wirklich hier auch unter Wasser, weil das gerade hier vom Berg kommt das hier sofort hier so runter und dann hier wird sofort hier abgekappt. Bitte. Zentimeter. Und jetzt bitte. Zur Straße schauen, ob es da. Das stimmt auch, hier zum Bürgersteig schauen. Getragen. Als ich das gesehen habe, habe ich den ersten Schock gekriegt. Teilweise habe ich den Schock auch schon in der Türkei gesehen. Die Tochter und der Sohn waren hier, die haben das mit den Fotos hingeschickt, haben gesagt, hier die, war alles 40 bis 60 cm höher, da war provisorisch eine Stufe gemacht. Also das war fast wie ein Unfallschwerpunkt, da irgendwo einmal runter zu stolpern mit dem ganzen Koffer und so weiter. Wie man teilweise jetzt feststellt, sind das über 40 bis 60 cm Unterschied zu der Straße, beziehungsweise die ganze Einfahrt muss jetzt nochmal neu gemacht bzw. neu gepflastert werden. Und auch das zweite Problem ist ja, es ist ja nicht nur mit der Einfahrt zu tun hat, auch mit dem Wasser, mit dem Abflusswasser, da habe ich auch das nächste Problem, dass es alles in die Garage reinlaufen könnte. Auf Deutsch gesagt fühle ich mich wie in einem kleinen Loch versteckt. Also wie gesagt, ich hatte mir das ganz anders vorgestellt. Wie ist das? Also die Stadt bzw. der Bürgermeister sagt, wir haben als Stadt keine Schuld. Der Bauherr ist dann schuld, der Architekt hat sich verrechnet, ihr seid dann schuld. Das war diese Argumentation von dem Bürgermeister. Aber wie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin nicht der Einzige, der in das Loch gebaut hat. Okay, das tiefer liegen, wir können mir nichts mehr machen, wir können nichts ändern. Ich kann das Haus nicht mehr auf den Protest stellen und sagen, okay, baue das auf Einzigste. Wie gesagt, es waren hier 10 bis 15 Tuya-Bäume in der Höhe von 2 Meter, die sind mir weg. Und die komplette Einfahrt mit Abfluss muss nochmal neu gemacht werden. Das sind dann Kosten circa um die 2.000 bis 3.000 Euro, die jetzt auf mich zukommen. Also ich bin sehr, sehr sauer auf die Stadt. Ich hatte bis jetzt immer guten Kontakt zu der Stadt gehabt, aber wie gesagt, diese Information hat allgemein gefehlt, wo man gesagt hat, okay, wo die Straße angefangen hat, zu sagen, okay, wir haben ein Problem gehabt. Die Stadt gibt ja den Fehler nicht mehr zu. Wenn die Stadt einfach sagen würde, okay, wir haben auf Deutsch gesagt, Probleme mit dem Straßenwesen oder irgendwas ist da schiefgelaufen, ob das eine Person wäre. Wenn das jetzt nur mein Haus treffen würde, dann würde ich sagen, okay, mein Ansteck oder ich habe da Fehler gemacht. Die ganze Straße sitzt im Loch. Also da kann es nicht sein, dass man den Ansteck oder den Bauherren schuldig spricht. Das ist die einfachste Ausrede, jemanden zu beschuldigen und sagen, okay, wir waren nicht dran schuld, ihr wart dran schuld. Solange die Stadt sagt hier, du kriegst auf Deutsch gesagt gar nichts mehr, pflanzt also selbst, pflanzt die Bäume selbst, dann muss ich dann den Weg zur Klage.